Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Portal Knights. Und wir werden gerade portaliert. Ich bin der Onkel und wieder mit am Start ist der Nero. Yo! Yo, wir sind jetzt in Tox. Boah, eine neue Tox. Insel. Und wir haben uns wieder ein bisschen Heiltränke und sowas gemacht. Das müssen wir ja alles nicht während der Aufnahme machen. Oh, Pilze. Pilze. Warte, ich mir mal alles abbauen. Also Toxburg klingt ziemlich toxisch. Aber deswegen wahrscheinlich auch Pilze. Und grün? Also irgendwas ist mit diesem Portal los. Ich flieg ja ewig lang, ist der Wahnsinn. Okay, ich das. Oh, Eisen! Eisen! We have Eisen! Jetzt kommt Eisen. Ich trau mich nicht, ohne dich loszugehen. Weil du wirst erzählen, warum es toxisch heißt. Oi. Hm, genau. Oi. Dieser Riesenpilz ist geil. Ich will den ganz grün hier haben. Aber ich glaube, muss ich zuerst da irgendwie. Ja, super. Oh, also bei mir hängt das gerade. Mir ruckelt das gerade ein bisschen. Okay. Kann aber auch dran liegen, durch diese Multiplayer-Geschichte, dass wir. Ach Mann, ey, hier sind überall so keine Ausgangsmöglichkeiten. Halt. Pilze kaputt durch. Oh, jetzt ist ein Huhn. Wahrscheinlich. Alter, was ist denn das für ein hässliches Kaputt. Spiel? Kaputt! Kannst du mal das Fliegevieh noch? Ja, danke. Okay, was wir jetzt die ganze Zeit gesucht haben, haben wir jetzt endlich gefunden, aber jetzt müssen wir halt bloß noch hochkommen. Ich würde sagen, da buddeln wir uns wieder nach oben. Mit Buddeln können wir es ja, ne? Auch so hässlich wie die Welt aussieht, aber was Schönes hat sie auch an sich. Ich finde es ja sowieso überhaupt schön, die Welten. Haben sie schon gut gemacht, die Jungs, da. Oh, ich habe ein Portal gefunden. Da wollen wir das doch gleich mal aktivieren. Tiefenschärfe, Blumen brauchen wir auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass... Jetzt scheint schon mit dem Flüssiger zu laufen. Ich habe das eine Portal mal aktiviert und hier war irgendwo Eisen. Hier war irgendwo Eisen? Hier war unser Portal. Da muss noch hier das irgendwo... Da unten sieht doch ganz nach Eisen aus. Ah ja. Ja, wir brauchen Eisen. Jetzt kriegen wir die nächste Werkbank. Juhu. Ja, cool. Ja, ja, die Rohstoffe zu finden erstmal ist gar nicht mehr so einfach. Gut. Oh, da ist ja. Hunderte Falt. So, noch mehr? Du Juna gefällt? Oben ist noch ein bisschen Eisen. Aber die Abbaureichweite finde ich schon ein bisschen grandios. Oh, Kohle gibt es ja auch. Also irgendwie, das Spiel, das ist zwar ganz lustig und super hübsch und keine Ahnung, aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, das ist nicht so ganz zu Ende gedacht. Bisher, ne? Irgendwie ich... Ich glaube, ich fühle, wie du denkst. Ist noch ein Portal. Also ich mag das Spiel nicht, dass ich jetzt denke, ne, aber es ist schön und macht Spaß. Aber irgendwie hat es so den Anschein, dass es nicht so richtig, so richtig wirklich durchdacht worden. Oder es kommt vielleicht noch. Weil ich finde es einfach zum Beispiel eigenartig, dass man hier ständig so schnell verreckt und so. Das ist ja eigentlich auch nicht normal. Man muss ja trotzdem mal Chancen haben, ne? Gut, ich kann ja in den ersten Levels mich hier ewig lang rum leveln. Wie soll denn das funktionieren? Das ist aber dann langweilig. Da das ja bloß so kleine Inseln sind. Aua! Jetzt sind hier sich schon grün. Der Arsch ist sich vergiftet. Boah, Alter. Aber heute hast du mit deinem Alter, Alter. Ja, immer. Lass mich rot, du vergiftest mich nur. Weißt du, dieses Vieh. Komm bitte nicht zu mir. Doch, du bist doch mein King.
bist gleich tot. Du bist tot. Ich bin tot. Okay, die können ziemlich gut ausweichen, diese Dinger da. Weicht da aus, hallo? Was hat mich so richtig ein? Schön gefickt. Schattenritter des Nebels. Ich stehe auf dem Giftpilz. Ich warte, bis ich mich wieder heilen kann. Denn meine Mana-Tränke haben mega Cooldown. Meine Heiltränke. Heiltränke, ne? 20 Sekunden los. Oh. Guten Tag. Ja, Guten Tag, sicherlich. Ist er wieder immun? Ich muss sagen, es klappt relativ gut, wenn du die Akro auf dich ziehst. Ja, das ist doch Papagei, was geht mit dir, ey? Das ist ein Ei. Da unten ist Eisen. Ist irgendwas? Ja, Eier. Er ist Eier. Esse Eier. Ich glaube, wenn ich mich jetzt hier runterbuddel, komme ich zu Eisen. Ist das richtig? Ja, nee. Doch, hier. Hab's. Yes. Go, Gaule. Gaule. Wunderbar. Hier ist Eisen, hier ist überall Eisen. Super. Eisen, 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 Popeisen. Wir brauchen sehr viel Eisen. Ja, ich weiß, jetzt kommt bestimmt wieder. Mach's Kong nach. Ja. Eisen, Eisen, Popeisen ist von Kong. Onkel? Ja? Kennst du Wayne? Das Spiel? Nee, Wayne interessiert's? Ach so. Kong, nicht Kong, das ist egal, mein Gott. Wayne! Okay. Ist halt mal, irgendwann sind halt die Sprüche mal aufgebraucht, ne? Ausgelutscht. Da, da, Onkel! Der Eisenschnüffler. So. Ach, er lebt noch, er redet noch nicht, nur nicht mit mir. Okay. Haben wir die, Kohle. Onkel, redest du nicht mit mir, bist du böse. Was? Warum? Du ignorierst mich, du redest nicht mit mir. Du hast ja gar nichts gesagt. Doch. Ah, danke schön. Bitte schön. Oh, was ist hier unten? Oh, da unten ist irgendwie ein Keller. Ist hier eine Burg? Nichts. Ja, toll. Ist jetzt aber auch nicht ein tolles Reden. Ich weiß nicht, ich bin noch am Denken. Ach so, das geht dauern. Uey. Ich bin manchmal nicht der Hellste in manchen Sachen, aber hey! Ich bin ein Lehrer zum Liebhaben. Wir sollten vielleicht sogar die Pilze nicht unbedingt gleich wegschlagen. Warum nicht? Mal oben drauf landen. So. Auf jeden Fall habe ich hier eine Burg gefunden. Ich buddel mich mal rein. Reingehen. Komm, Buddel! Los, Buddel, schneller! Auf, Sklave! Komm schon! Ach, es könnte natürlich sein, dass... Du, das sah ja cool aus. Wenn du deine Waffe repariert hast oder irgendwas, hast du so kleine Werkzeugschlüssel um mich rumgehabt gerade. Ja. Cool aus. Ja. Also ich komm, da ist nichts. Hier oben ist aber eine Burg. Guckst du mich mal an? Der Bremer? Cool. Okay. Yeah. Okay. Ich buddel mal nach oben. Vielleicht angenehmer. Wir müssten eigentlich drei Portale sein, ne? Zwei haben wir schon. Hallo? Hallo? Ist da was? Ist da was? Ist da was? Du stehst mir im Weg, du Penner! Was? Aua! Deswegen kann ich das hier nicht. Oh, ich hau. Ja. Ist gut.
Alter, was ist denn jetzt hier los? Oh! Piss dich! Ich bin eingerahmt. Eingerahmt. Eingekesselt. Hab ich mir auch gedacht. Gut. Ach, Mann, ey. Das waren jetzt auch gerade übelst viele, ne? Was ist denn das? Grüne Geister oder sowas? Schattenritter? Ach, das meinst du, die Schattenritter des Nebels? Ja. Ach, die sind hier keine Geister. Das sind hier die Viecher. Die Typen. Ah. Die hauen jetzt wieder ab, Gott sei Dank. Ah! Ah, ich hab's Portal gefunden. Ich seh dich gerade ein bisschen. Was soll denn? Ja, ich hab wirklich das Portal gefunden, das ist da unten. Ja, cool. Wo bin ich denn da jetzt runtergesprungen? Warte mal. Ah, da unten. Ich spring nochmal runter. Fuck. Shit. Hier unten ist ein Donner. Ein Auge. Was? Aber natürlich komme ich nicht gegen das Vieh an. Oh, eine Spinne oder so. Alter, ne, schlag doch nicht vorbei, hau doch das Ding mal kaputt, Mann. Was soll denn das? Ja, die können gut ausweichen. Na, gegen dieses verfickte Fliegenvieh komme ich ja nicht an. Ja, ich bin schon unterwegs. Nur mal 7 drücken. Schwing. Oh, das hätte jetzt total geholfen. Schwing, schwing. Kriegst du was? Jetzt regnet es nass. Oh. Mein Gott, du. Lauf doch mal dran rum! Oh, ich krieg, ey. Ich krieg andauernd einer verdonnert. Ja, ich hab's! Du bist gemocht? Du bist gemocht, Onkel. Portal ist geöffnet. Engine. Alter, geht die Wand mal kaputt. Mein Gott, ey. Ruinensteinblock, wie sieht's denn aus mit der Zeit? Wir sind bei 13 Minuten, also wir haben Zeit, um noch ein neues Level zu besuchen. Okay, dann würde ich sagen, wir haben jetzt hier die Portale geöffnet, aber alle Eisen. Nein! Toll. Weißt du, der liebe kleine Nerv versucht sich zu dir zu buddeln, weißt du? Brauchst du denn nicht mehr, ist doch fertig. Hallo, Maulwurf und so. Eisen haben wir auch abgebaut. Okay, dann würde ich sagen, beamen wir uns zum nächsten. Jo, genau. Da hätten wir jetzt einmal Affen anhöhen. Oh, Affen klingt gut. Dann hätten wir strahlende Böschung. Blasses Tal. Mykelpalast oder Müselpalast und Tetrotoxi. Also mit der Affenbande, das klingt echt cool. Okay, dann gehen wir eine Affen anhöhen. 4, 3, 2, 1, go! Boah, 5. So. Impuls ertrieben. Wir sind wieder in einem Dschungelbiom. Und von der spielt fehlt wieder jede Spur. Hey, oh cool, hier ist ein Affe. Nee, hau mich nicht, ich will nicht dich als Feind. Ich will dich nicht als Feind, du bist cool. Du bist niedlich. Hey, du bist Affe. Mein hey, Gott, wie lange cool. reise ich denn? Was ist denn das? Nein, nicht, Wahnsinn. nicht. Ich will dich nicht hauen, ich will nicht mit dir streiten. Ja. Mein Gott, du Vieh. Ach, wow. Jetzt. Oh, Stufe 14. Eieiei, Maria.
Wow, Onkel liegt so direkt mit allem an. Boah. Gar nicht, die haben mich hingelegt. Stufe 14 ist jetzt schon. Alter! Die werden ja mal kleiner. So hässlich, die Golems. Ist jetzt gut? Leute. Schwingen, schwingen, schwingen. Das ist wieder Level gestiegen, oder? Jo. Aua! Ach Gott, sehen die cool aus. Die Affen, ne? Ja. Ach Mann, da ist wieder einer auf die Fresse gekriegt. Die haben so à la Gremlins Style. Was ist denn das hier eigentlich für eine Scheiße? Scheiße? Oh Scheiße. Okay, die sehen echt cool aus. Haben sie was ein bisschen von Spock mäßig? Planet der Affen. Sehr geiler Film. Das ist Scheiße hier, was ich da hab. Vor allem die Neuverfilmung von Planet der Affen sind cool. Oh, finde ich auch. Spalten sich ja auch die Meinungen. Das ist richtig, aber. Ich habe ja die ganze. Aber zweiten fand ich aber doof. Die Revolution? Ja. Finde ich jetzt nicht, muss ich sagen. Ich fand ich ganz cool gemacht. Wie gesagt, ich habe ja auch die allerersten Planet der Affen-Teile überhaupt, wo damals gedreht worden sind. Und es bildet jetzt alles so ein bisschen eine Geschichte. Das finde ich richtig geil. Okay, wir haben hier drüben. Aber klar, das ist wie mit allem. Genauso mit dem neuen Warcraft-Film Beginning. Bin drauf gespannt, wie der ist. Bin ein absoluter Fan, was sowas angeht. Ich nicht. Warcraft interessiert mich nicht. Oh, hier geht's runter. Echt nicht? Oh, ich liebe es. Hallo? Da. Okay, ist Kohle? 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 Ja, hüpft einmal runter. Ja, natürlich. Also irgendwie ziehst du direkt die Akro. Also du hast voll Gesichtsakro. Die Fresse. Nee, ohne Scheiß, das ist gerade richtig aufgefallen. Ich greife ihn an und er springt aber sofort zu dir. Praktisch. Da was? Oh, Kotzer. Ich seh nichts. Mein Gott, kotzt mich doch mal in den Nummer voll! Oh, ein Roundhouse-Kick vom Onkel. Geil. Das ist die Roundhouse-Folge. Geil. Warum hat denn mein Ding überhaupt eine Frauenstimme? Verstehe ich nicht. Wie viel Hormone? Vielleicht? Ich weiß es nicht, du. Was hab ich vielleicht gedacht? Harter Kern? Weiche Stimme? Klingt alles irgendwie unlogisch. Hast du Fackeln? Oh, Licht, nee. Egal. Ich bin schon alle verstrahlt hier unten. Ich würde schon gerne was sehen. Ich bin der Fackelmann. Die Fackel an. Ich bin verstrahlt und angekotzt. Der Fackelmann. Gut, wo müssen wir jetzt hier hin? Haben wir hier? Ah, da unten ist der Onkel, sehr schön. Also sind wir richtig. Siehst, ob du richtig gehst. Siehst du, wenn der Onkel steht? So. Mein Rück. Oh nein! Oh nein? Mein Dings ist voll. Ach, oh, schmeiß mal den Scheiß hier weg, das ist Mist. So, wir haben jetzt 1941. Oh nein, den Spucker machen wir noch fertig. Du spuckst mich nicht an, Junge. Ich glaube, du hast eine Mackenmeise. Ja, aber mich halt, ne? So, okay, dann bleiben wir jetzt hier im Tunnel stehen. Stehen, jawohl. Gut. Bist du. Komm her, ich hab Angst. Geht's überhaupt noch weiter? Ja. Ah, gut, dann ist. Mach die Tür zu.
So, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Part wieder. Schaut bei Nero auf jeden Fall vorbei. Video in der Link in der Videobeschreibung. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis denn.